Tochter? Ich muss mal kurz was klären. Oh, ist dir das jetzt peinlich? Sag mal, denkst du eigentlich nur über dein Alter nach? Legst du dir was weg? Zu Erben gibt's nicht bei Katzen, wie du weißt, ja? Also, spar schön, dann ist die Mama zufrieden. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live aus Ingolstadt. Ski und Rodel gut, 8 cm Neuschnee, so könnte man es auch beschreiben. Alles ist hier weiß, nur der Platz, der ist in wunderbarem Grün erleuchtet. Und das hat zwei Gründe. Zum einen wurde er eben maschinell geräumt und zum anderen, ja, ist dieser Kunstrasenplatz beheizt. Es ist so, dass... Stadion steht ihm aber auf den Füßen. Oh, jetzt fahr ich 5 Meter. Das ist ein Foul im Strafraum. Und was gibt das? 11 Meter. Echt? Ja, 11 Meter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hätte pfeifen müssen. Lars, was hast du dazu? Hast du es besser gesehen? Naja, kann man pfeifen, denke ich. Kann man pfeifen. Also, 11 Meter für Ingolstadt. Ich kann leider nicht sehen, wer ihn ausführt. Und getroffen, das war der Spieler mit der Nummer 18, Christian Eigner. Es steht 1-0 für Ingolstadt. Okay. Da ist Schwarz am Ball, kann schön links rausspielen auf Zwinge, der die Flanke nach innen. Da sollte ein Kopfball jetzt kommen, ja, Kamam und Tor. Tor, jawohl, sehr gut. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das Aftic. Sehr, sehr schöner Spielzug, schöne Flanke von links. Zwinge in die Mitte und Becker oder Aftic. Aftic war es, ja genau. Aftic. Unser Kopfballriese, unser Kopfballungeheuer. Aftic, jawohl, wer sagt's denn? So, das spielt für Ingolstadt jetzt. Die haben also komplett durchgewechselt. Oh, Schuss aufs Tor. Und das sieht aus. Tja, jetzt große Aufregung, die Offenbacher allesamt protestieren, denn das war kein Tor. Sonst würde man sich jetzt nicht so massiv beschweren. Aber es zählt wohl. Der Ball war im Tor, allerdings wurde Daniel Endres massiv behindert im 5-Meter-Raum und deswegen hätte das Tor meiner Meinung nach nicht gelten können. Aber meine Meinung zählt hier nicht. Es sieht wohl so aus, als steht es jetzt 2-1 für Ingolstadt. Können wir klären, ja. Der ist auf der Hut. Jetzt doch nochmal, aber schöne Parade von Daniel Endres. Aber Ball immer noch gefährlich und jetzt Tor. Und das war auch wirklich ein reguläres und sehr schönes Tor. Schnell ausgeführt, Reinhard am Ball. Reinhard gibt drüber auf rechts auf Mosch. Gibt in den ja, Tor für uns, das war der Anschlusstreffer durch Marcel Mosch in der 84. Ja, das wäre natürlich toll, wenn man jetzt doch noch zum Ausgleich kommen könnte. Denn, wie gesagt, mindestens ein Tor war ja hier geschenkt für den FC Ingolstadt. Die später eingeschaltet haben, da gab es kuriose Szene. Ball war nicht im Tor. Das war damals das 2-1. Und ja, heftige Proteste nützen aber nichts. Jetzt aber der Anschlusstreffer und der OFC weiter im Vorwärtsgang. Oh! Schade. Buckler wollte auf Mosch passen, war gut gedacht, aber Mosch war knapp. Die rechte Seite, der soll zu Marcel Mosch, kommt aber nicht an. Na ja, klar, 11 Meter, 11 Meter. Natürlich. Buckler wurde im Strafraum gefällt wie ein Baum, aber jetzt bin ich auf die Entscheidung gespannt. Natürlich. So, dann kriegen wir das doch noch hin mit dem Ausgleich, hoffe ich doch zumindest. Es wäre natürlich für die Moral wäre das natürlich eine tolle Geschichte. Ja. So, wir schreiben die 89. Minute. Na, das wär's doch jetzt. Wer wird treten? Fetsch wird treten. Gucken wir doch mal. Wer jetzt hier die Oberhand behält, Fetsch oder Kirstein? Haben die einen Elfmeterkiller im Tor? Nein, alles drin, jawohl. Und wir notieren in der 89. Minute den Ausgleich zum 3-3 und das ist auch verdient. So, Arifa Lenz ist bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich noch mal kurz Zeit genommen haben. Wie ist Ihr Fazit jetzt nach dem Testspiel? Ich denke, dass wir nach dieser eigentlich langen Busreise, die wir doch hier hatten und Bedingungen vorgetroffen, man sieht es ja vielleicht im Hintergrund, dass auch Schnee und den Kunstrasen, der eigentlich wirklich top war, dass wir uns das heute richtig gut verkauft haben. Ich glaube, wir haben das Spiel 3-2 gewonnen. Ja. Ich glaube, da wurde uns ein Tor wirklich gegen uns gegeben, was, naja, man hat es an der Reaktion des Spiels gesehen. Aber wie gesagt, alle sind gesund, Testspiel war optimal, also bin ich unzufrieden. Was war da los bei dem Tor? Wir konnten es von hier aus nicht so ganz genau sehen. War der Ball nicht hinter der Linie?
Wir haben eine Reaktion zu sehen, eigentlich von allen Spielern, die direkt natürlich dann bin ich fest von überzeugt, dass es kein Tor war und auch die Ersatzspieler haben das auch dementsprechend bestätigt. Aber nicht desto trotz haben wir nicht aufgehört, Fußball zu spielen und haben dann wenigstens am Ende nochmal das sehr ordentlich gemacht. Was sagen Sie zu den Spielern, die sonst nicht spielen, die heute ja länger mal spielen durften, wie zum Beispiel die Abwehr und so, also der Meier und diese Spieler? Waren Sie zufrieden? Ja, aber man merkt es denen doch an, dass sie dann auch wenig Spielpraxis bekommen haben oder ja, hatten da auf die letzten Monate. Und ich denke, dass sie dann auch wieder fleißig durchgewechselt haben. Thomas Rathgebe und Beckerhans auch wieder öfter. Also ich denke, das war die zwei Tage jetzt, wenn die Testspiele sind, haben alle gut mitgezogen gehabt. Alle haben ihre Einsätze bekommen. Von da aus ist es alles sehr gut gelaufen. Ja, und ich fand gerade, Stefano Meier hat es sehr gut gemacht, oder? Wie war Ihre Einschätzung? Ja, das ist so gut gemacht, dass ich ihn zur Halbzeit rausgenommen habe, weil ich denke, wenn er es so gut macht, dann braucht er nicht weiter. Schade eigentlich. Gut, dann habe ich es vielleicht anders gesehen. Okay, also nein, das wäre jetzt böse. Nein, so habe ich es nicht ganz. Also, ich bin zufrieden. So. Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Nächste Woche normales Training? Ja, also ja klar, also morgen ist frühes Training, dann haben sie Montag den Tag frei und dann geht es am Dienstag ganz normal zweimal weiter auf Vorbereitung für Karlslautern, was wir dann am 16. haben und dann ist Worms und dann geht's ja, dann geht's schon wieder los. Also es ist es geht schnell. Wie sehen Sie Bielefeld, die Chancen für uns? Eigentlich immer gut. Also es ist ja nicht so, dass wir da hinfahren wollen. Wir wollen eigentlich, dass wir da verlieren wollen. Wir müssen uns eigentlich in der Liga steigern, also wissen wir alle. Und da müssen wir eigentlich direkt von Anfang an schon voll darauf konzentrieren, dass wir da wenigstens Punkte schon mitnehmen. Dann vielen Dank und alles Gute. Danke auch.